Mein Name ist Florian Helmecke. Ich lerne Elektrotechnik und Gebäudetechnik im Landesklinikum Baden. Ich bin 18 Jahre alt. Ich habe mit der Schule aufgehört, weil meine Noten waren nicht so gut. Mir hat der Schule nicht sehr gut gefallen. Dann habe ich mir gedacht, ich suche mir einen Lehrberuf. Habe mich beim Landesklinikum beworben. Dann war ich Bewerbungsgespräch, hatte einen Probetag. Das hat mir eigentlich relativ gefallen, weil es hier viel mehr Unterschiede gibt, als wenn ich auf der Baustelle bin. Und viel mehr Technik, was mich schon immer interessiert hat. Und deswegen habe ich hier meine Lehre begonnen. Ich fange um 7 Uhr an. Dann machen wir erstmal eine Morgenbesprechung. Weil wir haben jetzt einen 24-Stunden-Dienst. Der sagt dann, was passiert ist über die Nacht. Oder dann werden wir schauen, was wir angehen. Von Wartungen her oder was, ob eine Firma da ist. Oder ob wir einfach sowas zum Tauschen haben. Und dann, das ergibt sich. Es ist nie das Gleiche, es ist immer abwechslungsreich. Ich habe jetzt zurzeit die Gebäudeleittechnik, mache ich. Also ich schaue am Computer, ob alles läuft oder ich schalte die Sachen für die Leute, die unterwegs sind, ein, aus und habe eher das am Computer jetzt gerade. Ich bin sehr relativ leibend, also es ist jeder, hilft den anderen und ist schon, gefällt mir. Ich finde es sehr spannend, weil es halt eben, so wie es der Florian schon gesagt hat, nie dieselbe Tätigkeit ist, dass man jetzt eben so, sag ich mal, nehmen wir jetzt einen Hausinstallateur her oder Elektroinstallateur, eben immer nur stemmt oder immer nur Leitungen einzieht. Bei uns ist es halt vielfältig. Und Elektriker macht jetzt nicht auch nur elektrisch oder wir sind jetzt nicht jeden Tag in einem Schaltschrank, sondern sind auch mit Lüftungen beschäftigt und mit Volumenstromregler, in welchen Raum gehört wie viel Luft rein und dass die ganzen Sachen passen. Und genauso wie Wasser oder Heizungen, Heizungstechnik. Und es ist halt wirklich sehr breit gefächert das Ganze. Also ist schon sehr interessant für überhaupt junge, technisch affine Menschen, würde ich sagen, ist das auf jeden Fall sehr empfehlenswert.